Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du die virtuelle Wii in deiner Wii U hacken kannst, also da den Homebrew Launcher drin installieren kannst. Und das Ganze ist eigentlich nur das Video zu dem Livestream, den ich letztens gemacht habe, aber das sollte auch als Tutorial relativ einfach nutzbar sein. Und es ist auch nicht komplett auf dem Livestream basierend, sondern ich habe ein paar wichtige Szenen nochmal neu aufgenommen. Und was man dafür braucht, ist natürlich eine Wii U, außerdem eine Sensorbar, die ja nicht bei jeder Version mitgeliefert wird. Eine SD-Karte mit maximal 2 GB, die man als FAT32 formatieren muss. Optimalerweise noch eine größere SD-Karte. Eine Remote, um überhaupt in die VW zu kommen und die bedienen zu können. Und ein Exploit-Spiel. In diesem Fall habe ich Super Smash Bros. Brawl. Aber man kann auch Lego Batman, Lego Indiana Jones, Lego Star Wars Super Smash Bros. Brawl, was ich habe. Tales of Symphobia, Dawn of the New World. Oder Yu-Gi-Oh! 5Ds Really Breakers benutzen. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zur Sache und es geht in der virtuellen Wii weiter. Ja. Ich glaube, zum Hacken muss ich die Handgelenkschlaufe nicht umlegen. Ja, ich möchte eine neue Speicherdatei anlegen. Okay. Wenn du Super Smash Bros. Brawl Hack benutzt, dann musst du in den Stage Builder gehen, also in den Editor für Stages. Ich glaube, Stage Studio klingt ganz gut. SD-Card bewegen. Bewegen. Dann geht es jetzt wieder ins Hauptmenü von dem Spiel. Allerdings sollte das Spiel nicht verlassen werden und die Wii sollte auch nicht ausgeschaltet werden und so. Und dann geht es auch gleich am Computer weiter. Dann soll man den Stage-Spieler verlassen und die SD-Karte aus der Wii U ziehen und in den Computer stecken. Jetzt sind wir wieder am Computer und auch die SD-Karte steckt schon im Computer drin. Und jetzt muss erstmal der Private-Ordner in private.old umbenannt werden. Auf der SD-Karte, der neu ist. Und dann können wir den Browser öffnen und müssen hier erstmal auswählen, welche Version oder welchen Hack wir haben. Da können wir zwischen Lego Batman, Indiana Jones, Star Wars, Super Smash Bros. Brawl, Tales of Symphobia, Dawn of the New World und Yu-Gi-Oh! 5Ds oder 5Ds Really Breakers auswählen. Da ich Super Smash Bros. Brawl verwende, für den Hack benutze ich hier Smash Stack und dabei benutze ich die Pearl-Version, weil wir in Europa leben und da ist die Pearl-Region. Dann einfach draufklicken und dann hier oben auf das Download-Symbol. Und dann können wir hier ein bisschen runterscrollen. Und dann hier noch den Hack-Me-Installer oder Hack-Me-Installer auswählen. Und auch hier oben auf den Download-Button klicken. Und dann können wir beides öffnen. Und dann können wir erstmal den Smash Stack Pearl Ordner öffnen und dann den Private Ordner in das Archiv auf die SD-Karte ziehen. So dass wir jetzt praktisch hier zwei Private Ordner drauf haben: ein Private.old und ein Private. Und dann können wir den Hack Me Installer öffnen und den ganzen Kram hier auch noch drauf ziehen. Und dann können wir die SD-Karte auch schon wieder entfernen. Und es geht an der Wii weiter oder an der Wii U. Und da ist die Wii auch schon. Dann können wir jetzt, glaube ich, in den Stage Builder wieder gehen, wo der auch nochmal genau war.
Da war er nicht. Da war auch nicht. Da war er. Und jetzt sollten die Hackdateien schon laden. Ha! Da ist es ja schon. This software must not be sold, neither. Also die Software sollte nicht verkauft werden und auch nicht, nicht allein und auch nicht als Bundle. Wenn du für diese Software bezahlt hast oder sie als ein Teil eines Bundles bekommen hast für Geld, dann wurdest du betrogen und solltest dein Geld sofort zurück verlangen. Für weitere Informationen kann man auf die Internetseite gehen. Das ist jetzt ein sehr schöner Installer. Dann möchte ich den Homebrew-Channel installieren. Ja, ich möchte fortsetzen. Jetzt muss man die Fernbedienung wieder normal halten, also dass das Steuerkreuz oben ist, der A-Button da drunter und dann so weiter. Mal gucken, wie das Copyright so aussieht. Unglaublich spannend. Und dann können wir exiten. Naja. Ich würde mal sagen, dann werde ich nochmal weitermachen und so ein paar wichtige Sachen, die man von seiner VU wie dumpen sollte, dumpen. Und dann nochmal auf eine größere SD-Karte wechseln. Dann werde ich jetzt erstmal die ganzen Daten darüber kopieren. Jetzt brauchen wir eigentlich eine größere SD-Karte als jetzt 2 GB. Ich werde jetzt eine 4 GB SD-Karte nehmen. Aber vier sollten schon ausreichen. Es sei denn, du möchtest viele Homebrews und so weiter haben, dann reicht das natürlich nicht aus. Aber zumindest müssen wir erstmal alles auf den Computer kopieren von der alten SD-Karte, die gerade noch an dem Slot ist. Und dann können wir auch gleich noch ein paar neue Anwendungen installieren. Einerseits eben diese Programme zum Dumpen. Und die können wir dann öffnen. Und jetzt müssen wir einfach den App-Ordner in das SD-Verzeichnis ziehen. Und dann können wir in den Apps-Ordner auch noch die ganzen anderen Anwendungen reinziehen. Und außerdem ist der Homebrew-Channel momentan in 4:3. Deswegen würde ich noch dieses Yarn Yet Another Word Manager Mod herunterladen. Und hier den Homebrew Channel 16:9 Forwarder. Und außerdem noch um zu zeigen, dass die Homebrew jetzt funktioniert, dass man jetzt Homebrew benutzen kann, werde ich noch OpenTTD herunterladen.
Weil es auch für andere Plattformen als die Wii gibt, aber ich finde. Oder es ist ein ganz gutes Spiel, um zu zeigen, dass Homebrew eben geht. Und es ist auch eine ganz relativ vollständige Homebrew, wenn man überhaupt so will. Und wenn man jetzt ja geöffnet hat, das muss ich nicht sagen, runterladen. Dann können wir das ja auf die SD-Karte entpacken. Auch wieder den Apps-Ordner in den Apps-Ordner. Und jetzt kann man hier auf dem SD-Ordner auch, oder in der SD-Karte noch gleich einen neuen Watt-Ordner erstellen für alle Watts. Da kommt dann die Homebrew-Channel-Watt rein. Und dann können wir noch oben TTD öffnen. Was wir hier dann auch hinkopieren können. Und dann können wir die alte SD-Karte auswerfen und die neue reinlegen. Und da können wir jetzt einfach auch einmal alles raufkopieren. Wenn das auch abgeschlossen ist, können wir hier einfach einen Rechtsklick drauf machen und auf Auswerfen gehen. Und dann würde ich sagen, dumpen wir als allererstes die XYZZY-Keys. Dafür brauchen wir dieses XZY-Ding. Was man natürlich super auswählen kann, wenn der Cursor so springt. Laden. Error-Nachrichten soll man also ignorieren. Das klingt doch schon mal einfach. Dann können wir den V wie NAND dumpen. Das geht mit dumpen wie NAND. Und das scheint jetzt doch eine ganze Zeit lang zu dauern, weil der jetzt vier Blöcke dumpt. Jetzt wird gleich die Wii U erstmal neu starten und dann werde ich direkt wieder in die VUB gehen und dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder in der VUB bin. Also dann, yet another World Manager starten. Mal schauen, dass wir die Homebrew Channel Watt benutzen können und die dann installieren. Mal schauen. Und jetzt müsste der hier, glaube ich, dann 16 zu 9 sein. Und jetzt ist der Homebrew-Channel auch endlich in 16 zu 9. Das heißt, wir können auch einmal zum Abschluss Open Transporter Tycoon Deluxe anspielen. Ich hoffe mal, dass es überhaupt mit der Remote alleine geht. Das war's dann mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du Fragen hast, kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao Kakao.